Guten Morgen, schön, dass es dich gibt. Beim Stöbern ist mir heute Morgen ein Beutel mit Zucker in die Hände gefallen. Und ich dachte mir, ja, das passt in den Podcast. Die Geschichte geht so. Ich habe im letzten Jahr eine Reihe von Veranstaltungen für Mitarbeiter eines Altersheims gemacht. In einer der Veranstaltungen wollte ich den Teilnehmern zeigen, wie viel Zucker ihre Mahlzeiten enthalten. Also habe ich eine Briefwaage und Zucker mitgenommen. Streuzucker und Würfelzucker. Dann haben wir Folgendes gemacht. Jeder hat auf ein Blatt Papier aufgeschrieben, was er zum Frühstück gegessen hat. Eine Schale Müsli, zwei Scheiben Brot mit Marmelade, ein Spiegelei, einen Apfel, ein Brötchen, eine Tasse Kaffee, mit Milch, mit Zucker. Auf die Rückseite habe ich dann aufschreiben lassen, was sie im Verlauf des Vormittags noch so zu sich genommen haben. Ein Apfel vielleicht, ein Müsli-Riegel, eine Butterbrezel, ein Kaffee mit oder ohne Zucker, ein paar Kekse. Okay. Dann habe ich die Zettel eingesammelt und ich habe mit verbundenen Augen zwei, drei der Zettel ausgewählt. Und dann habe ich die Waage auf den Tisch gestellt, den Beutel mit Zucker und die Schachtel mit dem Würfelzucker. Und dann haben wir ausgerechnet, wie viel Zucker in dem Frühstück enthalten war und das Ganze dann abgewogen und in ein Wasserglas gefüllt. Ups. Ein Beispiel. Ein Brötchen wiegt laut Google zwischen 30 und 50 Gramm. Sagen wir also 40 Gramm. Ein Brötchen hat laut Nährwerttabelle im Internet 50 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm. Wenn ein durchschnittliches Brötchen 40 Gramm wiegt, dann stecken 20 Gramm Kohlenhydrate in einem durchschnittlichen Brötchen. Okay, was sind Kohlenhydrate? Kohlenhydrate sind nichts anderes als lange Ketten von Glukosemolekülen. Kohlenhydrate ist gleich Glukose. Das deutsche Wort für Glukose ist Traubenzucker. Kohlenhydrate, das ist Traubenzucker, in langen Ketten. Diese Ketten fallen im Mund, im Magen und im Darm auseinander und gehen dann als Blutzucker ins Blut. Als Blutzucker bezeichnet man die Glukose, die im Blut schwimmt. Also, die Kohlenhydrate aus dem Brötchen landen früher oder später als Blutzucker im Blut. Und wie viel ist das dann bei einem Brötchen? Das sind, wie wir eben ausgerechnet haben, 20 Gramm. Das sind 7 Stück Würfelzucker. Ein Stück Würfelzucker wiegt 3 Gramm. 3 mal 7 ist 21. Geschenkt. In einem durchschnittlichen Brötchen stecken 7 Stück Würfelzucker. Und warum schmeckt das dann nicht süß? Na, weil die Zuckermoleküle im Mund noch in langen Ketten aneinander hängen. Eine Scheibe Vollkornbrot. Rund 40 Gramm. Kohlenhydrate in einer Scheibe Vollkornbrot. Rund 20 Gramm, laut Internet. Also wieder 7 Stück Würfelzucker in einer Scheibe Vollkornbrot. Das ist kein Scherz. Ein Glas O-Saft, 0,2 Liter. 20 Gramm Kohlenhydrate laut Internet. 7 Stück Würfelzucker. Und jetzt rechne mal den Zucker aus, der in einem Frühstück, bestehend aus einem Brötchen, einer Scheibe Vollkornbrot und einem Glas O-Saft steckt. 7 plus 7 plus 7 gleich 21 Stück Würfelzucker. Und da ist der Marmelade noch nicht mal mit eingerechnet. Die macht nochmal etwa 3 Stück Würfelzucker für das Brötchen aus. Das Frühstück von einem der Teilnehmer bestand aus einem Brötchen mit Marmelade, einer Scheibe Vollkornbrot mit Käse, einem Kaffee und mit einem Stück Zucker und einem Glas O-Saft. Macht 25 Stück Würfelzucker zum Frühstück. Die Laugenbrezel für zwischendurch am Vormittag, die macht dann nochmal 14 Stück Würfelzucker aus. Sind zusammen 39 Stück Würfelzucker noch vor dem Mittagessen. Würdest du deinem Kind 14 Stück Würfelzucker mit in die Schule geben? Ich nicht, oder? Aber eine Butterbrezel? Die Teilnehmer im Seminar wollten das zunächst nicht glauben. Ja, aber Kohlenhydrate und Zucker ist doch nicht dasselbe. Nun, für deinen Energiestoffwechsel schon. Für deine Insulinantwort auch. Es stimmt schon, bei den Kohlenhydraten sind die Zuckermoleküle im Mund noch zusammenhängend und trennen sich erst im Magen und im Darm. Beim Würfelzucker hingegen liegen die Zuckermoleküle schon im Mund einzeln vor. Darum sind sie süß. Und da liegt der Unterschied. Aber in beiden Fällen landen die Zuckermoleküle früher oder später als Blutzucker im Blut. Und da werden sie entweder verbrannt oder sie werden mit Hilfe von Insulin in die Fettzellen gepresst. Jetzt darfst du dir mal kurz mit der Hand in die Haut über der Hüfte greifen. Hast du? Das, was du da in der Hand hast, das waren mal Zuckermoleküle, die sich im Mund noch als Kohlenhydrate aneinander festgehalten hatten, die dann im Magen voneinander losgelassen haben
Dann haben sie als Blutzucker im Blut nach Verwendung gesucht und keine gefunden. Also haben sie sich vom Insulin überreden lassen, in die Fettzellen zu gehen und dort an der Hüfte zu überwintern. Die Zuckerlast von Lebensmitteln ist den Menschen nicht klar. Nachdem wir im Seminar dieses eine Beispiel ausgerechnet hatten, wollten plötzlich alle Teilnehmer ausrechnen und ausgerechnet haben, wie viel Zucker denn in ihrem Frühstück, in ihrem Mittagessen, in ihrem Snack steckt. Da gab es für manche eine ziemliche Überraschung. Sushi zum Beispiel war so eine Überraschung. Wir sind auf eine Bandbreite von 50 Gramm bis 500 Gramm Kohlenhydrate pro Tag gekommen. Das sind 200 oder eben 2000 Kilokalorien, nur aus Kohlenhydraten. Wenn jemand 2000 Kilokalorien in Form von Kohlenhydraten und damit Zucker zu sich nimmt, wo bitte kommen dann die Dinge her, die der Körper für seine Gesundheit braucht? Eiweiß und Fett, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Aus Brot, Brötchen, Reis und Nudeln sicher nicht. Das könnte für dich vielleicht ein kleiner Spaß sein oder auch ein großer Eye-Opener, wenn du heute in der Mittagspause mal ausrechnest, wie viel Stück Würfelzucker du, versteckt in den Kohlenhydraten deiner Lebensmittel, bis dahin schon zu dir genommen hast. Mach doch mal. Die Nährwerte von Lebensmitteln sagt dir Google. Einfach fragen. Nährwerte von Vollkornbrot, 56 Gramm Kohlenhydrate von 100 Gramm. Und was wiegt eine Scheibe Vollkornbrot? 40 Gramm, 50 Gramm, sagt dir alles Google. Und der Rest ist Dreisatz. Alles klar? Ich wünsche dir einen wunderschönen sonnigen Herbsttag. Wir hören uns morgen. Dein Ralf Bohlmann.